Willkommen zurück. Wir gucken uns die zweite Karte an. Die zweite Rune brauchen wir ja schließlich noch. Mal gucken, ob ich hier auch so sinnlos durchs Leben laufe. Jörmungandr, sonur Loka og Bani Þórs. Ah, darauf kann man sich schlecht bewegen. Ach je. Einfach eine riesige Fläche. Darunter sieht man ja sogar die Fische. Nehmen wir mal an, das sollen Bärentatzen sein. Einfach mal auf alles einhauen. Weiß nicht, ob es so clever ist, einfach nur am Rand lang zu laufen, aber zum E ist ein Orientierungspunkt. Okay, den habe ich schon mal gefunden. Den suche ich gerade aber gar nicht. Hier noch weit. Nicht wirklich. Das ist schade, dass das nicht auf der Karte eingetragen wird. War auf der ersten Karte irgendwie ein bisschen leichter und angenehmer zu wissen, wo man hin muss. Jetzt darum. Kann er nicht reinrutschen, ne? Nein. Was soll mir das sagen? Man kann jetzt nicht doch einbrechen, oder? Wäre jetzt irgendwie unpraktisch. Folgen wir mal weiter dem Rand. Aha. Mér hlotnast styrkur Mjölnis, heill sé þér Þór, goð þrumi veðurs og hugrekkis. Gut. Und wo genau nutze ich den oder muss ich den nutzen? Den Bären, der hier rumläuft, vielleicht? Ja, okay, also hier ist nur Schnee. Ach, meine Spuren sind ja auch da. Okay, Kamera fährt raus. Sieht ja nett aus, nur das ist ein bisschen sinnlos.
Hab mich immer noch, wenn ich den Bären über den Weg laufe. Oder ob das nur einfach so ein Spaß sein soll. Ja, da war ich da schon. So ein Drecksvieh. Báðarrúnir Ís, hrímjötunsinn sem liggur í dvala undir skorpu jarðar. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungagap. Wow. Das war knapp, aber diesmal bin ich dran vorbeigekommen. Vor allem, was für ein Riesenvieh. Und hier war ich, ja? Níu ár hver gelmis. Eitrað vatn þeirra gaf af sér ími og hrímþursana. Moment. Das ist aber jetzt nicht der Weg zurück. Auf der Karte sieht man ja, dass da noch was ist. Hier am Rand. Nur wo? Okay, ich bin gerade wirklich ein bisschen verwirrt. Denn Urlala, geh schneller! Ah, du blödes Mistvieh! Wo ist der Apfelbaum? Das Gefühl nicht los, dass die Bären hier eher nur Futter waren. Tja, jetzt ist echt die Frage, wo bin ich gerade? Jetzt weiß ich, wo ich bin. Boah, da ich gerade so sinnlos durch die Gegend laufe, mach hier einen kleinen Cut und such diesen blöden Apfel. Da das aber unter Umständen einen Moment dauern kann, sehen wir uns gleich wieder.
Da, ich hab's gefunden. Und zwar bin ich natürlich einfach dran vorbeigelaufen. Man hätte mal wieder den Spuren folgen sollen. Ich weiß auch, dass ich hier war, aber hier bin ich rumgelaufen. Warum weiß ich nicht genau. Ich glaube, weil ich hier gegengelaufen bin und dachte, es geht nicht weiter. Tja, so kann man sich irren. So, mal kurz gucken, ob man da noch irgendwo hinlaufen kann. Man weiß ja nie. Aber es war wieder typisch. Damit kann ich auch durchschalten. Ach, ich dachte, ich müsste mit RB und LB, aber mit LT und RT geht's auch. Gut, dann muss ich ja nur noch runterlaufen, weil. Niemand, hier komme ich nicht durch, wie war das? Oder war das der Anfang? Ich wollte nämlich eigentlich noch kurz zum Brunnen, um meine Kräfte aufzufrischen. Das müsste ja dann eigentlich hier gewesen sein. Sehr schön. Dann haben wir ja alles hier auf der Karte. Ah, ich dachte, da kommt noch ein Kommentar. Gehen zurück. Mal gucken, was ich gleich brauche. Lebensbalken wird länger und mal sehen, ob ich mich auch immer noch wie es geschickt anstellen kann gleich. Hier geht's zum Bosskampf. Wie der aussieht und wie der für mich läuft, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Mal sehen, vielleicht stelle ich mich ein bisschen geschickter an. Das letzte Mal ging es ja eigentlich. Also, bis zur nächsten Folge.